Ahoi, liebe Reisefreunde, Campingfreunde, Zielgruppe zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Wir haben es, glaube ich, versprochen. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, das ist schon lange her. Aber wir wollten ein Fazitvideo machen. Wir wollten mal euch zeigen, wie unsere Strecke war, was wir wo erlebt haben. Lohnt sich die Kärnten-Card? Allgemein die Kosten und natürlich auch die Frage. Was hat das gekostet? Kroatien. Achso. Ist das ein Land, wo man nicht hinreisen kann mehr, weil es viel zu teuer ist? Das beantworten wir euch wann? Nach dem Intro. Gleich vorweg die wichtigste Frage beantworten mit Kroatien. Mhm. Wir selber in Istrien, Pula, wir können nur für diese Ecke reden, wir waren nirgends woanders, können einfach nur sagen, nein, es ist nicht teurer gewesen als 2014. Ja gut, ein kleines bisschen schon vielleicht, aber das ist jetzt aber nicht... Aber es ist jetzt nicht, also wenn man die Berichte, also die Videos hier bei YouTube sieht, dann denkt man, oh mein Gott, wir verlieren unser Vermögen. So, aber so ungefähr war das. Es gibt schon auch Leute, die uns dort berichtet haben, dass es gewisse Plätze gibt, die halt leider so abzocke-mäßig unterwegs sind. Genau. Also da muss man halt schon gucken. Aber so an sich, die meisten Campingplätze sind auf jeden Fall nicht drin. Aber auch nicht lebensmitteltechnisch. Wir haben hier nee, einfach mal eine Liste auf der Seite fertig gemacht. Wir kommen ja auch zu den Gesamtkosten. Und jetzt nur Kroatien. Da waren wir insgesamt 5 Tage, die wir da verbracht haben, haben wir für Kroatien 241 Euro bezahlt. Und da ist das Camping mit dabei, ne? Da richtig? Ist Camping mit dabei. Da ist Kaffee mit dabei, da ist die Maut mit dabei, das sind die Sachen, die wir dort erlebt haben, Bus ist mit dabei, also alles rundum, was wir in Kroatien gemacht haben. Ja, essen gehen waren wir auch, allerdings... da wurden wir eingeladen. Genau, da wurden wir eingeladen, also von daher, da weiß ich nicht so genau, aber das war auch vom Preis her, glaube ich, war es für 4 Leute super in Ordnung. Also war ein ganz normaler Preis, also... Hm. Überhaupt nicht so teuer, wie man vielleicht immer so denkt. Also ja. Für uns nicht. Also wieder der Einkauf, was haben wir hier? 39,26 haben wir bezahlt. Und da war wirklich 2x Fleisch mit dabei. Da waren viele Süßigkeiten mit dabei. Ja. Und da war Toast mit dabei, ja. Was wir gefunden haben. Richtig. Also dementsprechend können wir sagen, nein, es ist nicht so teuer und es lohnt sich, nach Kroatien weiterhin zu fahren. Man das muss halt super die schön. Augen aufmachen dabei, ne? Wie bei überall, weil auch in Deutschland kannst du Pech haben. Oder in Holland 80, 90 Euro, ne? Ich glaube, ihr habt das eine oder andere Video vielleicht von Up and Down Vanlife gesehen, von Barbara und Frank, was die für Preise da gesagt haben. Die sind ja bei einer selbst umgefallen. Also, das können wir jetzt sagen, weil wir mit den beiden unterhalten haben. Also auch in den Niederlanden, überall ist Camping teuer, aber jetzt, wo wir waren, Pula mit Campingsteuer, alles gut. Kann man einfach empfehlen. Wo wir es schon bei Preisen sind, bleiben wir mal einfach bei den Kostenübersichten. Ne? Was haben wir insgesamt bezahlt? Genau, ich glaube, das interessiert. Wir waren 16 Tage unterwegs. Ja, für euch angefangen haben wir ja im Aspenhof bei den Longhorns. Das haben wir gestern gegessen. Richtig tolles Gulasch. Aber auch wirklich erst rein. Also kann man nur empfehlen. Also Festtagsmenü. Ja. Und wie gesagt, 16 Tage waren wir insgesamt unterwegs und haben pro Tag, pro Person knapp 50 Euro bezahlt. Ja, ich finde, das ist okay. Also da sind Übernachtungen dabei. So wollte ich sagen. Es ist natürlich das Tanken dabei, weil das ist ein großer Anteil immer. Lebensmittel. Also wir können aber sagen, also insgesamt haben wir 1600 Euro jetzt für den ganzen Urlaub bezahlt. Ja. Ne? Deshalb 16 Tage, kommt das gut hin. Davon ist ein Drittel alleine nur tanken. Ja, das ist halt einfach so. Die Tankstellen oder beziehungsweise das Tanken ist halt teurer oder teuer. Wir müssen 4 Kilometer fahren nach Kroatien. Haben wir durch den Norden in Deutschland natürlich eine ganze Ecke weitere Anreise vielleicht als der ein oder andere. Ja, gut, das ist einfach so. Ne? Genau, Camping haben wir 352 Euro bezahlt. Das ist halt, wir standen auf dem Tauerncamping Ostseacher See bei Seecamping Berghof. Dann in Kroatien bei Pula. Auf Stoja dann sozusagen. Genau, da haben wir gestanden und dann halt noch in Stellplätze, ne? Murek, dann in St. Paul, im Lavandeltal und. Und wir haben ja ein paar Plätze hier gehabt.
da haben wir halt minimale Preise bezahlt. Aber das insgesamt 352 Euro ist auch okay. Ist jetzt nicht schlecht. Maut, würde ich sagen, ist der teuerste Bereich. Ich glaube, hier unten war natürlich wie immer Italien mit 22,10 Euro. Durch Italien kostet halt Geld. Genau, und wir sind da auch einige Straßen gefahren, die nicht mautpflichtig waren. Also wir sind auch so ein bisschen Land da gefahren. Also wir sind mehr Land gefahren eigentlich als Autobahn. Und ja, trotzdem, das hat natürlich gezogen bis zum geht nicht mehr. Ja, Kroatien, also von, man kommt hier Triest, von da an ungefähr bis hoch nach Pula, bezahlt man 10,60 Euro mit dem Wohnmobil unter 3,5 Tonnen. Genau, ihr müsst das vielleicht wieder zurück, das haben wir auch, also haben wir das zweimal gehabt. Genau, aber trotzdem ist das noch günstiger, weil dann wären wir bei 21,20. Also selbst das. Ja, Slowenien 16 Euro die Plakette. Das und ist halt so. Österreich 9,90 Euro, weil tatsächlich die letzte Tour rück über Österreich haben wir wirklich Landstraße gemacht. Wir haben uns da ein paar Sachen, wir sind über den Brenner Pass gefahren, wobei lustig ist, die Autobahn geht auch über den Brenner Pass, aber wir sind halt über Land gefahren. Von Italien aus ist es nicht schön, aber wenn du dann nach Österreich fährst, das ist richtig schön. Ja. Vielleicht umgekehrt wäre auch mal Italien schön, weil das sind tolle Sachen. Ja. Ja, jetzt gucke ich noch, was haben wir zu essen. Wir waren ja auch Freizeitgestaltung, haben wir mehr gemacht als sonst. Deshalb sind da 230 Euro rausgekommen und essen gehen haben wir uns auch gut gehen lassen. Ja. 170 Euro. Also, wie gesagt, 50 Euro pro Person. Denke mal, es ist, ja, es ist teurer geworden, aber es ist immer noch eine Art zum Reisen, die sich lohnt. Unsere Reiseroute, die wir diesmal ausgesucht haben, ihr wisst ja, wir kommen aus der Region Hannover. Das heißt, wir haben eine lange, lange Tour gemacht bis runter zum Aspenhof. Das war ja so der erste Stop, wo wir uns mit Iris und Uwe getroffen haben. Das war auch wieder richtig schön, weil wir auch da den Spielabend machen konnten. Allein das sind schon über oder fast 650 Kilometer, Pi mal Daumen. Ja, ein bisschen also, mehr aber. Das ist eine Riesenrunde. Und dann, wenn ihr jetzt mal schaut, das ist ja die eigentliche Reiseroute. Sie sieht sehr, sehr lustig natürlich aus, ne? Wenn man es ausgeht, vom Aspenhof geht es rüber nach Österreich zum Tauerncamping nach Hradstadt, dann weiter Richtung Ostseeacher See, dann Murek. Wir sind nicht 1:1 die Strecke jetzt so gefahren, wie es angezeigt wird, weil allein von St. Paul im Lavendeltal nach Murek, da sind wir eine andere Strecke gefahren. Kleines bisschen unterschiedlich, na klar. Aber sonst dann runter Slowenien, dann runter Kempstoja, dann Garniger Therme, hoch wieder nach, jetzt muss ich gucken, Hallentirol. Fritzberger waren wir noch, waren auch da shoppen. Das haben wir aber jetzt nicht reingerechnet, weil das hat nichts mit dem Urlaub zu tun. Das ist allgemein. Ja, und jetzt sind wir in Weimar. Da haben wir jetzt unseren letzten Tourstopp gemacht, wo wir das Video jetzt halt auch hier drehen. Schöne Stadt, lohnt sich auf jeden Fall herzukommen. Der Stellplatz kostet hier 12 Euro. 12 Euro, genau, richtig. Aber eigentlich wunderschön. Aber das riesen Tour und jetzt von hier aus über Eiskaffee Schnillmilch zurück nach Hause sind das nochmal 230 Kilometer. Knapp 3 Stunden werden wir noch fahren müssen. Naja, das ist halt ein bisschen viel Landstraße und so weiter, deswegen dauert das ein bisschen, ne? Über 3.300 Kilometer, die wir gemacht haben in 16 Tagen. Wie gesagt, ist das geht. Viel Gurkerei, das runter und auch das hoch wieder, aber die Zwischenplätze, und deshalb haben wir es diesmal anders gemacht. Wir sind 4 Nächte Seecamping Berghof in Ostseeacher See geblieben. Wir waren 4 Nächte auf Stoja. Wir haben uns da wirklich die Plätze gesucht und haben das dort gemacht. Wir haben ja gesagt, unser Reiseverhalten, nachdem die Preise so hochgegangen sind, ändert sich ein bisschen. Wir bleiben eher auf Plätzen. Mhm. Und wie gesagt, Pula war unsere Endstation und war definitiv eine Reise wert. Auf jeden Fall. Mitte September, tolle Temperaturen. Wir hatten keine 30 Grad, Gott sei Dank mehr. Also immer so 25, 26 Grad. Ja, aber das war super. Also die ist sehr, sehr angenehm, die Wärme. Also und das Mittelmeer war noch richtig schön warm. Der Ostseeacher See war schön warm. Also wie gesagt, du warst, glaube ich, jeden Tag, der irgendwie ging, warst du im Wasser. Ich war 4-mal im Wasser, also wo ich normalerweise ja nicht reingehe. Also es war schon schön und ist sehr, sehr zu empfehlen. Nächstes Thema für die, die nach Österreich fahren und nach Kärnten, die Kärnten-Card. Die lohnt sich auf jeden Fall. Definitiv. Wir haben einfach mal geguckt, was wir diesmal gemacht haben. Wir haben
einerseits weniger die Gerlitzen, weil normalerweise fahren wir jedes Mal jeden Tag auf die Gerlitzen. Das haben wir diesmal nur ein einziges Mal geschafft. Ja, aber dafür war es sehr schön natürlich. Also Wetter hat gepasst, der Ausblick hat gepasst. Das war super. Und wie gesagt, ihr habt es vielleicht schon gesehen, war ja Teil 2. Also die Gerlitz-Alpen lohnt sich schon. Und wir haben uns mal einen Vergleich aufgestellt. Also wir haben jetzt, und das ist immer nur Einzelpreise, 52 Euro für eine Woche Kärntenkart. Das ist natürlich ein Brett und da würde man sagen, uiuiui, das ist schon teuer. Ja. Ja, wir haben aber mal geguckt, was kostet das alles. Was wir damit dann gemacht haben, genau, sozusagen. Wir müssen einmal sagen, einmal gab es nur Rabatt und zwar auf der Schifffahrt am Wörthersee. Da haben wir statt 16 Euro 8 Euro nur bezahlt, also 50% Rabatt gab es mit der Karte. Also insgesamt 60 Euro kann man mit der bezahlen. Was haben wir aber gemacht? Die Gerlitzen hoch, kostet 30 Euro. Goldeck sind wir hochgefahren, 26 Euro. Die Schifffahrt hätte 16 Euro gekostet, ne, das heißt 8 Euro gespart. Der Pyramidenkugel hätte 16 Euro gekostet. Dann da ist das Rutschen aber nicht dabei, das muss man extra bezahlen. Das Planetarium 12 Euro. Ja. Und dann waren wir ja noch im St. Paul-Stift, das hätte 13 Euro gekostet. Also insgesamt 113 Euro. Wir haben 50 Euro damit gespart, also fast 60 Euro. Und dadurch haben wir natürlich auch was erlebt. Also wenn man dann da ist und wir haben die ja noch nicht mal eine ganze Woche benutzt, weil wir ja im Prinzip vorher schon aus Österreich wieder weggefahren sind. Das heißt, wenn man noch mal ein paar Tage länger hätte, dann würde man ja auch noch mehr Und wir hätten definitiv noch mehr machen können. Also das war auch so geplant. Allein hätten wir noch eine Nacht länger geblieben, wären wir bis Donnerstag geblieben, dann wären wir ja nicht, hätten wir eine andere Route gemacht. Ja. Dann wären wir die Gerlitzen noch mal rauf gewesen. Definitiv. Und dann wären wir schon mehr als... Wer da ist, 2 Wochen lohnt sich die auf jeden Fall. Wer mit Familie nach Kärnten fährt, Kärnten kann, wirklich lohnt sich. Richtig. Internet, da können wir auch gleich drüber reden. Wir haben insgesamt 70 GB verbraucht. Das ist jetzt ein Unterschied, weil wir natürlich Video hochladen. Wir haben in der ersten Woche aber auch sehr viel geguckt. Weil abends, wenn es kühler wurde, haben wir uns halt Serien angeschaut. Ja. Also haben auch da gestreamt. Ich habe viel am Handy rumgedattelt, also mehr als ich sonst mache. Weil während der Autobahnfahrt hab ich einfach Zeit dafür. Also insgesamt hätten wir 78 Euro bezahlt für unseren Tarif, den wir jetzt haben. Und wir haben 70 GB verbraucht von 240, die wir hatten. Ja, genau. Also es geht alles gut. Ja. Also das ist absolut kein Problem. Jetzt kommen wir noch zu einer Zuschauerfrage. Ja, also wenn ihr Fragen immer mal wieder habt, gerne in die Kommentare. Wir beantworten sie entweder dort oder machen halt auch mal ein Video für euch. Ich muss sie nur einmal kurz raussuchen, die Frage. Ach, jetzt kommen die Erinnerungen wieder hoch. Tja, so ist das. Und zwar von Olaf und Birgit kam nämlich die Frage, wie wir das mit dem Auto gemacht haben. Eigentlich relativ einfach. Kann ich ja mal erklären? Ja, ganz kurz erstmal. Wir haben wir sind ja hier mit einem Kastenwagen. Das ist immer das große Problem. Da rödelt es alles raus. Wir hatten Markise raus, Stühle raus. Das packst du nicht alles wieder rein. Und deshalb haben wir für uns entschieden, am Ostseeacher See, beim Seecamping Berghof, da gibt es die Möglichkeit, ein Fahrzeug zu mieten. Wir haben 2 zur Auswahl. Und genau das haben wir einfach in Anspruch genommen. Wir hatten das vor 2 Jahren schon mal gedacht, oder vor 3 Jahren. Das wäre eine gute Idee. Ja. Und diesmal haben wir es einfach umgesetzt, um halt sowas wie Wörthersee, Klagenfurt einfach mal wegzufahren von dem Platz. Und das ist eigentlich ganz einfach. Ja, es gibt 2 Stück zur Auswahl. Einmal gibt es ein größeres Fahrzeug und ein kleineres Fahrzeug. Wir haben uns für das kleinere Fahrzeug entschieden. Das waren Seat Ibiza, glaube ich, oder sowas. Die sind schon ein bisschen älter, aber alles gut. Die laufen halt, alles gut, kein Problem. Und man geht im Prinzip hin zur Rezeption, sagt, wann man denn gerne ein Fahrzeug hätte. Dann wird das reserviert für einen. Vorausgesetzt ist es natürlich da. Das muss man halt dann natürlich prüfen lassen. War bei uns gar kein Problem. Und wir haben das, glaube ich, 3 Tage vorher gemacht oder so ungefähr. Ja, und dann ist es der Tag ist dann gekommen, wo man dann das Auto sich mietet. Dann geht man da hin zur Rezeption, die füllen kurz einen Mietvertrag aus. Dann sagen sie dir, wo die Papiere sind und wie das ist mit dem Tanken, dass du das Ding nochmal volltankst. Ja, und dann kannst du schon los und ja, wenn du wiederkommst, getankt, zurückbringen und dann war's das. Also wir haben es vorher bezahlt, weil ich habe man hat eine Selbstbeteiligung für dieses Fahrzeug natürlich logischerweise, wenn es zum Unfall kommt. Da habe ich aber eine Versicherung über meine Kreditkarte. Daher habe ich das vorher bezahlt.
dass die Kreditkartengesellschaft dann, falls das denn zum Unfall kommen sollte und die Selbstbeteiligung übernehmen soll, da auch keine Spirenzien macht, so nach dem Motto, ja, das haben sie erst danach bezahlt, bla bla. Nein, habe ich dann davor bezahlt. Deswegen habe ich das so gemacht, aber ansonsten wird das danach bezahlt. Auch am Ende der Reise geht auch, je nachdem, wie man das haben möchte, geht alles. Also ja, und insgesamt haben wir für das Fahrzeug 44 Euro bezahlt. Ist richtig auch ein bisschen teurer geworden. Ja. War vorher mal bei 30 Euro. Und getankt haben wir halt für 12 Euro. Also 12 Euro haben wir verfahren. Ja, wir haben so ungefähr 150 Kilometer. Wären so drin gewesen, die haben wir gar nicht gebraucht. Nee, Quatsch, wir haben 100 Kilometer gefahren. So, genau. Ja, und 150 hätten wir fahren können. Also, wir sind jetzt nicht zu irgendeinem, wie heißt das hier bei uns? Weiß ich gar nicht. Sixt oder sowas. Da sind also wir nicht hingefahren. Also, ich weiß, weil wir kennen es auch von Prajus. Viele Campingplätze bieten das mittlerweile an, dass du da ein Mietfahrzeug machen kannst. Das haben wir gemacht. Ist eine einfache Sache. Aber man muss wahrscheinlich in der Hochsaison das idealerweise schon gleich bei der Reservierung mit angeben, dass man da mein Auto haben möchte. Mhm. Oder halt wirklich nachfragen. Und ich weiß, bei den Campingplätzen, die Rezeptionsdamen und Herren, die dort arbeiten, die geben immer sehr schön Auskunft. Ja. 16 Tage, Mitte September, von Hannover über den Bodensee. Das muss man machen, wenn man geiles Rindfleisch haben möchte vom Astenhof. Genau. Dann lohnt sich das. Sonst fährt man eine andere Strecke über Österreich nach Kroatien. Einen tollen Tag oder einen tollen Ausblick in Garniga Therme gehabt. In Hall. Also wir haben viele Orte auch zum ersten Mal besucht, die wir vorher noch nie besucht haben. Es war ein rundum gelungener Urlaub für uns. Auf jeden Fall. Das war nur zu kurz. Ne? Das, glaube ich, zu kurz. Aber nun mal, irgendwann ist es zu Ende. Wir hoffen, wir konnten euch mit den einzelnen Reisevlogs ein bisschen animieren, euch Sachen anzuschauen. Natürlich nicht mehr in diesem Jahr, das ist dann für nächstes Jahr, aber vielleicht ist es genau das, was ihr machen wollt. Wir können euch das nur empfehlen. Solange heißt es, schaut einfach die nächsten Folgen, oder wenn ihr eine Folge verpasst habt, schaut euch auf jeden Fall die an. Es lohnt sich auf jeden Fall, richtig tolle Bilder dabei gewesen. Und dann bleibt uns gewogen. Bleibt gesund und dann sehen wir uns schon bald wieder beim neuen Video auf unserem Kanal Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss.